Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin Produktexperte oder auch Zertifikateexperte hier bei der Société Générale, die dieses Webinar ausrichtet. Und ich freue mich heute ganz besonders, Oliver Baron von Guidance hier zu haben. Und wir werden einen fundamentalen und charttechnischen Blick auf die Aktienmärkte werfen. Dabei werden wir die wichtigsten Indizes, Einzelwerte und auch vielleicht Rohstoffe, wie Sie wollen, mit Hilfe der Ichimoku-Kinko-Hyo-Methode unter die charttechnische Lupe nehmen. Beziehungsweise wird das Oliver Baron machen, den ich gerade für seine Fundamentalanalyse sehr, sehr schätze. Aber auch die Analyse nach dem beschriebenen Modell ist auch immer sehr spannend. Ganz kurz, bevor ich auch noch in eigener Sache ein paar Worte sage, dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise zu den genannten Hebelprodukten erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen also auch hier keine Anlageberatung. Neben dem Ausfallrisiko des Emittenten müssen Sie natürlich beachten, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko haben, insbesondere das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts bei Turbos oder auch der Wertlosenfälligkeit von Optionsscheinen, wenn diese nicht im Geld liegen. So, nun, zwei Punkte von unserer Seite. Es gibt dieses Jahr den Deutschen Zertifikatepreis. Und hier kann man abstimmen, wer die besten Zertifikate-Emittenten sind, beziehungsweise Produkte, Online-Broker und Finanzportale bewerten. Und wir würden uns natürlich hier über Ihre Stimme freuen. Ich werde den Link hierzu gleich im Chat und in der Textbox teilen. Also da würden wir uns natürlich freuen, gerade wenn Sie regelmäßiger Teilnehmer sind, wenn Sie für uns abstimmen. Das würde uns helfen. Ansonsten, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, am 5. September startet der Trader. Spieldauer sind 8 Wochen. Sie bekommen 2 Depots anhand an 100.000 Euro und können unsere Strategie, Strategien, können Ihre Strategien austesten. Und ja, es gibt viele Preise zu gewinnen, darunter ein Hauptpreis, ein Jaguar F-Pace von einem Wert von über 80.000 Euro. Es gibt ja pro Woche unter allen Teilnehmern 8 iPhones verlost und wer sich heute noch anmeldet oder bis zum 5. September anmeldet zum Börsenspielstart kriegt, bekommt auch so noch oder hat die Chance auf ein weiteres iPhone. Und der Wochengewinner mit der besten Performance bekommt 2.220 Euro. So viel von meiner Seite, genug Werbung und ich übergebe an Oliver. Schönen guten Oliver, guten Abend Oliver, schön, dass du bei mir bist hier. Hallo. Hallo Holger, hallo liebe Teilnehmer, auch einen schönen guten Abend von mir und vielen Dank Holger für die nette Einleitung. Ja, jetzt muss ich noch die technische Seite erstmal schnell übernehmen und schauen, dass der richtige Bildschirm übertragen wird. So, das müsste jetzt der Fall sein. Holger, vielleicht eine kurze Rückmeldung. Sieht man jetzt meinen Bildschirm, mit der Präsentation oder? Holger, ich kann dich jetzt nicht mehr hören. Gut, aber ich denke, es müsste passen. Ich denke, es Ich müsste bin passen. kurz rausgeflogen, du bist aber jetzt live, ich sehe dich. Passt. Wunderbar, gut, genau. Ja, nochmal schönen guten Abend. Spannende Zeiten an der Börse, spannende Zeiten nicht nur an der Börse, sondern in der Wirtschaft generell, muss man sagen, ja. Und naja, spannende Zeiten sind nicht immer so gut, muss man natürlich auch dazu sagen. Eigentlich aus Sicht von Anlegern ist ja eigentlich oft auch ganz gut, zumindest aus Sicht von langfristigen Anlegern, wenn nicht so viel passiert. Wenn viel passiert, dann sind es häufig Krisenzeiten und ja, solche Krisenzeiten haben wir aktuell eigentlich auch wieder. Ich war ja das letzte Mal im Juni zu Gast hier im Webinar und ja, im Juni war die Lage vielleicht noch ein bisschen eindeutiger, weil da die Aktienmärkte eigentlich seit Jahresbeginn nur gefallen waren, Kryptowährungen noch viel stärker, der Bitcoin zum Beispiel. Und ich war dann Ende Juni zu Gast im Webinar und das war eigentlich gerade so der Tiefpunkt hier. Und seit
Ja, ungefähr seit diesem Zeitpunkt des letzten Webinars, als ich zu Gast war, ja, gab es eine Erholung an den Aktienmärkten, eine ja, Bärenmarkt-Rallye, wenn man so möchte. Sie wissen ja, ein Bärenmarkt ist definiert als ein Kursverlust von ja, mindestens 20% gegenüber dem vorherigen Hoch, wobei diese Festlegung natürlich zu einem gewissen Grad willkürlich ist. Man könnte genauso gut 25% zum Beispiel sagen. Also hinter dieser Zahl steckt jetzt keine besondere Bedeutung in dem Sinne, dass das irgendeine statistische Aussagekraft hätte, sondern man muss es halt einfach irgendwie definieren. Und zumindest in den USA ist da eine gebräuchliche Definition für einen Bärenmarkt. Mindestens 20% Verlust gegenüber dem vorherigen Hoch. Das hatten im Juni eigentlich alle Indizes erfüllt. Alle großen Indizes, zumindest kurzzeitig. Die 80% Linie war ungefähr hier irgendwo. Und da waren eigentlich alle oder die meisten Indizes zumindest drunter. Ja, und danach gab es so eine Bärenmarkt-Rallye, wenn man so möchte. Vielleicht war das auch schon der Boden, das weiß man natürlich immer erst hinterher. Aber ja, seit Juni gab es eben so eine Kurserholung, die dann doch auch viele Anleger, muss man sagen, auf dem falschen Fuß ein bisschen erwischt hat. Und ja, das betrifft nicht nur Kleinanleger und Privatanleger, sondern es betrifft durchaus auch größere Anleger. Ja, und heute Abend soll es eben darum gehen, ja, um mehrere Szenarien, wie es vielleicht an der Börse weitergehen könnte, aus fundamentaler und aus charttechnischer Perspektive. Das Webinar wird sich in drei Teile untergliedern. Ich habe dieses Mal den fundamentalen Teil, obwohl Holger den ja sehr interessant findet, wie er mir vorher auch gesagt hat. Ich habe den leider dieses Mal etwas kürzer gehalten und ja, werde am Ende des Webinars, wie schon gehabt, mithilfe der Ichimoku-Charttechnik ja auf verschiedene Basiswerte eingehen, gerne auch auf Basiswerte, die Sie nennen können im Chat einfach. Also wenn Sie einen Basiswert haben, den Sie gerne analysiert hätten nach dieser Methode, dann dürfen Sie das natürlich gerne im Chat schreiben. Und dann werde ich versuchen, so denn noch Zeit da ist, darauf einzugehen. Ich habe aber auch noch einen zweiten Teil mit Charttechnik, einen anderen Teil. Und zwar will ich auch noch eine etwas längerfristige Strategie für den Aktienmarkt vorstellen. Ja, der allerdings auf Hebelprodukte setzt, allerdings auf Produkte mit einem geringen Hebel. Aber darauf will ich nachher dann etwas genauer eingehen, was es damit auf sich hat und wie diese Strategie funktioniert. Aber es handelt sich um eine einfache Strategie für den Aktienmarkt sozusagen, der auf charttechnischen Indikatoren basiert, beziehungsweise auf einem sehr einfachen charttechnischen Indikator und der trotzdem und die Strategie, die hat eben trotzdem langfristig doch eine ziemlich deutliche Outperformance gezeigt gegenüber dem Gesamtmarkt und das will ich nachher im zweiten Teil sozusagen ein bisschen beleuchten. Aber vorher natürlich aus fundamentaler Perspektive erstmal einen Blick auf die aktuelle Situation an den Aktienmärkten und vielleicht mal ganz kurzfristig angefangen. Diese Woche steht noch ein echtes Highlight bevor und zwar ja, treffen sich ab morgen die US-Notenbanker und auch viele Gäste aus dem Ausland. Viele Notenbanker, zum Beispiel der Chef der Bank of England ist auch mit dabei und ja, EZB-Vertreter sind, glaube ich, auch dabei und von allen großen Notenbanken sind Vertreter dabei bei diesem jährlichen Symposium, das die Federal Reserve Bank of Kansas City einmal im Jahr veranstaltet in Jackson Hole. Das ist so ein Wintersportort im US-Bundesstaat Wyoming. Liegt sehr abgelegen, sehr idyllisch, ja, mitten in der Prärie sozusagen, umgeben von hohen Bergen. Und ja, genau, da tauschen sich die US-Notenbanker einmal pro Jahr sozusagen zur Geldpolitik aus. Und ich habe es gesagt, viele, viele andere Gäste auch. Und ja, das ist sozusagen eines der Highlights im Kalender der Notenbanker. Und ja, in der Vergangenheit hat die US-Notenbank Fed diesen Termin auch immer mal wieder dazu genutzt, um Kehrtwenden ihrer Geldpolitik anzukündigen, um hier Strategieänderungen anzukündigen. Und ja, da wird besonders eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell mit Spannung erwartet, die am Freitag
um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird. Die wird auch live übertragen im Internet. Andere Teile des Symposiums werden zum Teil nicht live übertragen, aber diese Rede wird live übertragen. Und ich habe es gesagt, in der Vergangenheit gab es da immer mal wieder auch wichtige Erkenntnisse, was die Geldpolitik der Fed betrifft. Und ja, wenn man das verfolgt hat, was in den letzten Monaten, in den letzten Quartalen am Aktienmarkt so passiert ist, dann spielt die US-Notenbank natürlich eine sehr wichtige Rolle, vor allem im Kampf gegen diese hohe Inflation, die wir eben haben. Und da erwarten sich Beobachter doch dann neue Erkenntnisse zum Teil. Wobei die Frage ist natürlich, inwiefern dieses Mal wirklich großartige Neuigkeiten zu erwarten sind oder nicht. Viele Beobachter sagen, dieses Jahr wird es wahrscheinlich eher weniger interessant sein, einfach deshalb, weil die US-Notenbank Fed angesichts der extrem hohen Inflation natürlich eigentlich keine Kehrtwende der Geldpolitik machen kann. Sie hat ja schon angekündigt, dass möglicherweise im Herbst das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt werden könnte. Sie hat da keinen klaren Zeitpunkt genannt, aber sie hat davon gesprochen, dass je weiter sozusagen diese Straffung der Geldpolitik vorangeschritten ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass da das Tempo erstmal verlangsamt wird und dass dann überprüft wird, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat. Und soweit könnte es im Herbst sein. Und muss man abwarten, was Fed-Chef Jerome Powell da eben am Freitag dann um 16 Uhr sagen wird. Und das ist auf jeden Fall wahrscheinlich der wichtigste Termin dieser Woche, zumindest an den Börsen. Händler überall eigentlich konzentrieren sich schon auf diesen Termin und warten darauf, ob da irgendwas passieren wird. Und muss man abwarten. Ich habe schon gesagt, das große Problem der US-Notenbank ist natürlich die extrem hohe Inflation. Das Ziel liegt eigentlich bei 2%. Und 2020 im ersten Corona-Jahr gab es auf diesem Symposium der Fed in Jackson Hole eine erste Strategieänderung der Fed sozusagen. Damals hat Powell verkündet, dass man künftig dieses Inflationsziel von 2% eben nur noch mittelfristig sozusagen einhalten will, dass man hier auch vorübergehend sozusagen eine höhere Inflation akzeptieren will, wenn zum Beispiel die Inflation davor geschwächelt hatte. Ja, und das kam zu einem sehr guten Zeitpunkt. Das war nämlich hier im Jahr 2020, im September oder im August, glaube ich, 2020 oder Anfang September, als Paul das damals verkündet hatte. Und da war die Inflation natürlich aufgrund des Corona-Crashs sozusagen noch sehr niedrig. Aufgrund dieses Basiseffekts war die Inflation eingebrochen. Und Sie wissen das ja wahrscheinlich auch, nach der Finanzkrise war die Inflation sowieso längere Zeit sehr niedrig und viele Jahre lang haben Notenbanker darüber diskutiert, woran das eigentlich liegt, dass die Inflation so deutlich unter dem Ziel liegt. Und dann hat man, da gab es diese Theorie von dieser globalen Nachfrage, Schwäche, von dieser Global Savings Glut und so weiter. Und hohe Inflation war eigentlich jahrzehntelang kein Thema mehr, sondern im Gegenteil, die Frage war, warum ist die Inflationsrate eigentlich so niedrig und ist es womöglich ein Problem für die Wirtschaft? Heißt das auch, dass die Wirtschaft so schwach wächst? Und das hat sich aber alles durch den Corona-Crash, muss man sagen, geändert und jetzt natürlich durch den Ukraine-Krieg dann auch nochmal zusätzlich durch weitere Sondereffekte. Jahrelang war zu niedrige Inflation sozusagen das Problem oder zumindest aus Sicht der Notenbanken ein Problem. Und jetzt hat man genau das gegenteilige Problem. Und letztes Jahr in Jackson Hole, da war die Inflation schon erhöht. In den USA ging es ja schon Anfang 2021 los im Prinzip, dass die Inflationsrate, also im ersten, zweiten Quartal ging es los, dass die Inflationsrate in die Höhe geschossen ist und auch über 2% deutlich gestiegen ist. Und im August 2021 beim letzten Notenbank Symposium in Jackson Hole, da hat dann auch Paul davon gesprochen und da hat er eben diesen Satz geprägt von dieser vorübergehend erhöhten Inflation, temporary und
Und das hat sich aber alles, die Notenbanken haben recht lange daran festgehalten. Die Fed hat auch bis Ende 2021 ungefähr daran festgehalten. Die EZB hat noch ein bisschen länger daran festgehalten, an der Interpretation, ja, das sei jetzt nur eine vorübergehend höhere Inflation, die eben auch mit vielen Sondereffekten zu tun habe. Und diese Sondereffekte gab es natürlich auch durch diese Wiedereröffnung der Wirtschaft sozusagen nach der Corona-Krise. Und durch die hohen Ersparnisse, durch die hohen Ausgleichszahlungen, durch die hohen Transferleistungen, die da im Zuge des Corona-Crashs eben ausbezahlt wurden, da ist sozusagen sehr, sehr viel Bargeld auf einmal auf eine verminderte Produktionsfähigkeit der Wirtschaft, verminderte Produktionskapazitäten der Wirtschaft getroffen, einfach weil die Wirtschaft durch den Corona-Crash und durch Lieferkettenprobleme, die dadurch ausgelöst wurden und Ähnliches, hier nicht voll produzieren konnte. Die Leute haben aber alle bestellt wie verrückt, saßen ja zu Hause, hatten wenig anderes zu tun. Und das alles hat dann mit einer gewissen Verzögerung die Inflation in die Höhe getrieben. Und die Notenbanken haben sehr lange daran festgehalten, das sei nur ein vorübergehender Effekt, aber das hat sich dann eigentlich, wenn man sich einfach die Inflation anschaut, die Inflationsentwicklung, muss man sagen, davon vorübergehend zu sprechen, ist doch vor allem auch in Anbetracht dieses Ausmaßes, wie die Inflation dann nach oben geschossen ist, von vorübergehend spricht da niemand mehr, auch nicht von den Notenbanken. Und sie haben aber recht lange daran festgehalten. Und das war auch der Grund, warum sie dann so spät auf die hohe Inflation reagiert haben. Die EZB ja noch deutlich später als die Fed. Die Fed hat ja schon im ersten Quartal angefangen, den Zins zu erhöhen. Die EZB hat jetzt bisher erst eine Zinserhöhung beschlossen. Jetzt im September, Anfang September wird wahrscheinlich die zweite Zinserhöhung folgen. Und trotz allem wird der Leitzins, egal wie stark die Zinsen eben erhöht werden, auch in den kommenden Monaten und Quartalen, wird der Leitzins doch sehr deutlich unter der Inflationsrate bleiben. Und der Fed-Leitzins sozusagen, am Anfang ging es um einen Viertelprozentpunkt nach oben, dann beim zweiten Mal um einen halben Prozentpunkt und dann zweimal in Folge um 0,75%. Ja, und damit so stark wie seit 28 Jahren im Prinzip nicht mehr. Also die Fed hat erkannt, dass sie hier zu langsam gehandelt hat, hat dafür die Zinserhöhungen deutlich beschleunigt, hat auch angefangen, ihre Bilanzsumme abzubauen. Im Juni ging es damit los und man muss allerdings sagen, dass die Fed hier bisher nur ein sehr gemächliches Tempo an den Tag legt. Eigentlich sollten ja da jetzt in diesen 3 oder 4 Monaten sollte es pro Monat um 74,5 Milliarden Dollar die Bilanzsumme abgebaut werden und ab September dann sogar im doppelten Tempo. Aber tatsächlich ist die Bilanzsumme bisher nur sehr, sehr geringfügig gesunken und 2018 hat die Fed ja schon mal versucht, hier ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Das ging dann allerdings in die Hose, muss man sagen. Und es hat nicht allzu lange gedauert, bis die Fed da wieder die Kehrtwende angelegt hat. Und dann ging schon wohlgemerkt vor dem Corona-Schock, schon ein halbes Jahr vorher, hat es da im US-Finanzsystem im Hintergrund schon im Gebälk sozusagen geknackt und geknistert. Und da hat die Fed vorher schon eingegriffen, das war im September 2019, als es auf dem Repo-Markt in den USA zu Turbulenzen kam. Und da hat die Fed dann im Prinzip schon wieder angefangen, ihre Bilanz auszuweiten. Und als dann Corona kam, da ist dann die Bilanzsumme geradezu explodiert. Da ging es dann so stark nach oben wie nie zuvor mit der Fed-Bilanz innerhalb kurzer Zeit. Und die Fed hat da ja praktisch Geld an alle ausgereicht, selbst an kleine Unternehmen, selbst an Non-Profit-Organisationen konnten da bei der Fed sich mit frischem Geld eindecken sozusagen. Und die Bilanzsumme schoss nach oben und dann hat sich etwas verlangsamt wieder. Und jetzt hat die Fed eben angefangen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Man darf aber gespannt sein, wie weit das funktionieren wird, ohne dass die Wirtschaft hier eben in größere Turbulenzen gerät. Und was der Markt derzeit erwartet, das ist dieses CME FedWatch Tool von der CME Group. Da sieht man sozusagen eingepreist, welche kurzfristigen Zinsen, welchen Leitzins an den Terminmärkten sozusagen eingepreist wird.
weil ja kurzfristige Zinsen auch, darauf gibt es ja auch Terminkontrakte, darauf gibt es ja auch Futures-Kontrakte und je nachdem, wie diese Futures-Kontrakte eben bepreist sind, kann man daraus auch ermitteln, wo der Markt da sozusagen den Leitzins zu einem bestimmten Termin sieht. Und in diesem Tool wird das eben für die Zinsentscheide der Fed sozusagen aufgeschlüsselt. Und man sieht jetzt hier, dass der Markt eben mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit erwartet, dass der Leitzins Ende des Jahres, also hier nach dem letzten Zinsentscheid der Fed am 14. Dezember, dass der Leitzins da zwischen 3,5 und 3,75% liegen wird, 3,5 bis 3,75%. Dann soll es noch ein bisschen weiter nach oben gehen, 2023. Nächstes Jahr im ersten Quartal wird dann nochmal eine Zinserhöhung erwartet, allerdings nur eine ganz geringfügige Zinserhöhung, nochmal um 25 Basispunkte. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Ab Juni erwartet der Markt inzwischen sogar wieder, dass die Fed die Zinsen dann wieder senken wird. Eine Zeit lang wurde das sogar schon fürs erste Quartal 2023 erwartet, dass die Fed dann tatsächlich wieder in den Zinssenkungsmodus übergehen wird. Und ja, wenn man nochmal zu der Inflationsrate zurückspringt, die Inflationsrate lag hier zeitweise bei über 9%, liegt jetzt immer noch deutlich bei über 8%. Die Kerninflationsrate, bei der die Energiepreise zum Beispiel ausgeklammert sind, die schwankungsanfälligen und die Nahrungsmittelpreise, die liegt auch bei 6%. Also es ist keineswegs so, dass hier nur die Energiepreise verantwortlich wären für die hohe Inflation. Besonders in den USA spielt auch der Arbeitsmarkt eine große Rolle. Die Löhne steigen dort tatsächlich ziemlich stark und feuern die Inflation inzwischen weiter an. Und die Inflation ist eigentlich in immer mehr Bereichen messbar. Es ging zwar los mit der Energie oder die Energie hat immer noch einen wichtigen Anteil. Man sieht ja auch daran, dass die Inflationsrate höher liegt als die Kerninflationsrate. Aber es ist inzwischen so, dass die Inflation eigentlich ein total breites Phänomen ist und die gesamte Wirtschaft betrifft. Ja, und da darf man natürlich sehr gespannt sein, ob das, was sozusagen aktuell an den Märkten eingepreist wird, also dass die Fed den Leitzins bis knapp unter 4% erhöhen wird, ob das tatsächlich ausreichen wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Früher gab es so eine Faustformel, wonach Zinsen eigentlich erst dann abbremsend wirken, wenn sie höher sind als die Inflationsrate. Also wenn die Inflationsrate bei 8% liegt, dann müsste eigentlich der Leitzins auch auf mindestens 8% steigen, damit sozusagen die Inflation wirklich stark abgebremst wird. Und das preist aber aktuell sozusagen niemand ein. Das erwartet überhaupt niemand sozusagen, dass die Fed den Zins so stark anheben wird. Und wahrscheinlich auch aus gutem Grund, muss man sagen, einfach weil die Wirtschaft ja, ich sag mal, alles, was über 3% oder so gehen würde, wahrscheinlich überhaupt nicht verkraften könnte. Man muss dazu sagen, die US-Wirtschaft ist jetzt hier im ersten Quartal bereits geschrumpft, im zweiten Quartal bereits geschrumpft. Das heißt, das Kriterium einer sogenannten technischen Rezession ist jetzt in den USA im Prinzip schon erfüllt. Und die große Frage, die sich jetzt sozusagen stellt, die sich die Marktteilnehmer stellen, ist die, ob es der Fed gelingen wird, sozusagen die hohe Inflation unter Kontrolle zu bekommen, ohne hier wirklich eine scharfe Rezession der US-Wirtschaft auszulösen. Und das ist eine Frage, die sehr, sehr offen ist, die auch ganz entscheidend davon abhängt, ob die Inflation jetzt in den kommenden Monaten wirklich zurückgeht oder nicht. Zuletzt ist sie zurückgegangen. Das ist das Gute. Das ist sozusagen das gute Zeichen, was die jüngste Inflationsentwicklung gezeigt hat. Aber wie man eben auch sieht, im Vergleich zu dem vorherigen Anstieg, ist im Prinzip überhaupt noch nichts passiert. Und Powell hat eigentlich jetzt wiederholt gesagt, er will sehen, dass die Inflationsrate sich in Richtung des Ziels von 2% entwickelt. In Richtung des Ziels bedeutet natürlich nicht, dass die jetzt auf absehbare Zeit wieder irgendwie in die Nähe von 2% kommt. Aber ganz klar, solange die Inflation nicht einen deutlichen Abwärtstrend zeigt, wird die US-Notenbank wahrscheinlich an ihrem Straffungskurs festhalten müssen. Und das große Risiko besteht aus Sicht des Marktes auch darin, dass es eben womöglich mit diesen 3,5 bis 4%, die der Markt aktuell einpreist, dass es damit vielleicht nicht getan sein wird, um die Inflation wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Und das wäre wahrscheinlich so das größte Risiko für den Markt,
dass die Fed am Ende des Jahres den Zins irgendwo bei knapp unter 4% hat, die Inflation aber trotzdem noch bei 6 oder 7% liegt und keine klaren Anzeichen zeigt, dass sie nach unten gehen wird. Ja, und dann wird der Markt eben immer stärker einpreisen müssen, dass die Fed hier bei der geldpolitischen Straffung noch weitergehen wird, dass sie den Zins vielleicht auf 5% erhöhen wird oder vielleicht sogar auf 6% nächstes Jahr. Und ja, das könnte auf jeden Fall Abwärtsrisiken für den Markt bedeuten, würde ich sagen. Andersrum natürlich, wenn die Inflation wirklich jetzt zurückgehen sollte, dann könnte die Fed natürlich irgendwann eben diese Änderungen verkünden, dann könnte sie eben irgendwann sagen, ja, wir werden jetzt die Straffung der Geldpolitik verlangsamen. Wir werden den Zins vielleicht erstmal nicht weiter erhöhen oder nur noch sehr geringfügig erhöhen. Und das könnte dann natürlich für den Markt, ja, wenn man so will, natürlich eine gute Nachricht sein, wenn es eben die Perspektive gibt, dass die Zinsen nicht mehr so stark steigen, beziehungsweise dass sie dann sogar wieder sinken könnten. Ja, aber das ist offen, das hängt auch ganz stark von der Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten ab und ich wage mir da ehrlich gesagt keine Prognose zu. Ich glaube, das strategisch Beste ist einfach zu beobachten, was passiert und man bekommt es dann, glaube ich, noch früh genug mit, wenn es sozusagen in die eine oder in die andere Richtung gehen sollte, aus fundamentaler Perspektive. Vielleicht noch ganz kurz dazu, die Inflationsrate ist natürlich in den USA sehr hoch und deswegen ist es eine sehr ungewöhnliche Rezession, die wir da womöglich bekommen werden in den USA, denn das nominale Wachstum, also das nicht inflationsbereinigte Wachstum, das im Prinzip das BIP-Wachstum plus die Inflationsrate ist, das ist in den USA tatsächlich aktuell so hoch wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Also es lag in der Spitze bei über 15%, das liegt aktuell noch so in der Größenordnung von 10%. Das liegt natürlich an der hohen Inflation, die Preise steigen sehr stark, das ist kein reales Wachstum, real schrumpft die Wirtschaft ganz leicht, wie man gesehen hat, aber nominal in Preisen gerechnet wächst die Wirtschaft extrem stark, weil die Preise so stark steigen. Und das wird, wenn es jetzt eine Rezession gibt, dann wird es eine sehr ungewöhnliche Rezession sein. Einfach aus dem Grund, dass natürlich dieses nominale Wachstum durchaus auch ja, in bestimmten Bereichen eine große Rolle spielt. Zum Beispiel, ja, wenn sich Unternehmen verschuldet haben, um zu investieren, die Verschuldung ist natürlich immer nominaler Betrag. Und solange die Wirtschaft real leicht schrumpft, aber nominal eben sehr stark wächst, lassen sich Schulden zum Beispiel sehr viel leichter tragen, als wenn die Wirtschaft jetzt eben auch nominal schrumpfen würde. Dann rechnen sich eben viele Investitionen auf dem Papier plötzlich nicht mehr. Aber aus Sicht eines Unternehmens ist manchmal, zumindest dann, wenn es die Preise auch weitergeben kann an die Kunden, dann ist es unter Umständen egal, ob das Wachstum eben tatsächlich ein reales Wachstum ist oder ob das nur ein nominales Wachstum ist, weil die Preise steigen. Wenn sozusagen seine Produkte zu höheren Preisen verkaufen kann, dann kann das durchaus auch ja, dann kann das durchaus positiv sein. Jedenfalls positiver als eine Rezession, bei der das BIP sozusagen real und nominal schrumpft. Und wir haben hier eben eine Situation, wie wir sie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Nominal ein extrem hohes Wachstum und real eine leicht schrumpfende Wirtschaft. Und hinzu kommt natürlich auch der psychologische Effekt. Es macht einen Unterschied, ob die Leute jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren und weniger Geld auf dem Konto haben oder ob sie höhere Löhne bekommen, aber dafür auch höhere Preise zahlen müssen. Ein Großteil der Bevölkerung unterliegt dieser Geldillusion sozusagen. Das bedeutet, dass die Inflation einfach nicht bei Kaufentscheidungen und Ähnlichem einfach nicht adäquat berücksichtigt wird. Also viele Leute denken sozusagen in nominalen Geldbeträgen und wenn dann die Inflation plötzlich stark anzieht, dann, ja, dann schalten die mental auch nicht schnell genug um sozusagen zu sagen, ja, wenn ich jetzt 5% mehr Lohn habe, aber die Preise sind 10% höher, dann habe ich ja real tatsächlich einen Verlust von 5%. Psychologisch wirkt es eben teilweise anders, wenn man dann 5% mehr auf dem Konto hat und aber 10% mehr zahlen muss.
Und eben auch aus diesen psychologischen Gründen könnte es sein, dass eben eine nominal stark wachsende Wirtschaft hier womöglich leichter zu verkraften ist, eine Rezession, als bei einer Wirtschaft, wo eben auch das nominale Wachstum stark einbricht, wie hier zum Beispiel bei der Finanzkrise oder auch im Rahmen des Corona-Crashs 2020. Die Eurozone hat natürlich noch ganz besondere Probleme, muss man dazu sagen. Ich will jetzt gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen, aber natürlich nur ganz kurz. Das Hauptproblem sind natürlich die stark steigenden Erdgas- und Strompreise. Europa steht hier vor einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation, muss man sagen. Was hier dargestellt ist, ist der Erdgaspreis, der in den Niederlanden gehandelt wird. Das ist sozusagen der europäische Benchmarkpreis für Erdgas und das ist hier der September-Kontrakt, also ein Futures-Kontrakt, der im September ausläuft. Und man sieht hier, dass der Preis da, dass der Kurs da Anfang 2021 ungefähr bei 20 Dollar stand. Und jetzt steht er ungefähr bei 290 Dollar. Also kann man sich ja ausrechnen, was das ist. Der Preis hat sich ungefähr ver-14-facht oder ver-15-facht. Das hat sich natürlich noch nicht auf die Endabnehmer in vollem Umfang umgeschlagen sozusagen. Aber Sie haben es ja auch mitbekommen durch die Gasumlage und Ähnliches und auch einfach durch die Preiserhöhungen der Versorger. Werden auch die Preise für die Erdgas-Endkunden sozusagen deutlich steigen. Und das große Problem ist natürlich auch, dass Erdgas eine ganz wichtige Rolle bei der Elektrizitätsversorgung spielt. Einfach weil mit Erdgas im Prinzip diese Spitzenlasten beim Stromverbrauch abgefangen werden. Also immer dann, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, aber der Stromverbrauch sehr hoch ist, also zum Beispiel in einem kalten Winter oder Ähnliches, dann wird typischerweise viel Erdgas bei der Stromerzeugung verwendet. Und hier besteht natürlich das Risiko, eben auch durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen und durch die Verminderung der Erdgaslieferungen aus Russland besteht hier eben das große Risiko, dass hier eine echte Gasmangellage im Winter entstehen könnte. Ob es dazu kommt oder nicht, das wird auch ganz entscheidend von der Witterung abhängen. Im letzten Winter hatte Europa auch deshalb Glück sozusagen, weil die Witterung relativ mild war und es wird ja auch viel mit Erdgas geheizt noch in Europa und da war das große Glück, dass die Witterung eben einigermaßen mitgespielt hat und der Winter nicht sehr kalt war. Wenn jetzt aber wirklich ein extrem kalter Winter kommen sollte zum Beispiel, dann würde eine echte Versorgungskrise sozusagen drohen der deutschen Wirtschaft. Dann müssten auch viele Industriebetriebe wahrscheinlich die Produktion einstellen und Ähnliches. Und dann könnte hier wirklich eine dramatische Wirtschaftskrise drohen. Es kann aber auch sein, das muss man auch dazu sagen, aktuell sind die Erdgasspeicher tatsächlich noch stärker gefüllt als vor einem Jahr. Also aktuell besteht diese Mangellage eigentlich noch gar nicht, sondern sie wird nur befürchtet für den kommenden Winter. Und wenn der Winter jetzt wieder sehr mild werden sollte zum Beispiel, dann dürfte es wahrscheinlich reichen, ohne große Rationierungen oder Ähnliches im kommenden Winter. Aber man sieht eben an dieser Vehemenz dieser Preisbewegung, sieht man hier, dass da schon einiges im Argen liegt. Und selbst wenn es nicht zu dieser Versorgungskrise kommen sollte, bedeutet ja dieser höhere Erdgaspreis schon alleine natürlich eine ganz große Mehrbelastung für die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen, für die energieintensiven Betriebe. Und da darf man gespannt sein, was es eben in den kommenden Quartalen noch an Turbulenzen und an krisenhaften Erscheinungen in Deutschland ganz besonders auch auslösen könnte. Genau, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein im fundamentalen Teil. Ich habe es gesagt, ich will heute auch etwas verstärkt auf die Charttechnik eingehen. Oder ich habe schon angedeutet, da soll es jetzt am Anfang auch um eine längerfristige Strategie gehen, die sozusagen mit Hebelprodukten umgesetzt werden kann. Und die Basis ist hier ein Paper, das erstmals 2016 veröffentlicht wurde und 2021 das letzte Mal aktualisiert wurde. Hat auch den Charles Dow Award im Jahr 2016 gewonnen.
von einem Menschen namens Michael Gaillet. Bei der ersten Veröffentlichung war noch ein zweiter Autor genannt, der ist jetzt bei diesem Update nicht mehr genannt. Ja, worum geht's? Die Autoren haben hier zurückgerechnet, wie man sozusagen langfristig mit Hebel gewinnbringend am Aktienmarkt investieren könnte. Und die Idee war sozusagen, dass man sagt, ich bin in guten Zeiten am Aktienmarkt, also in diesen Bullenmärkten, wo die Kurse langfristig stark steigen. Da bin ich eben long investiert am Aktienmarkt und vielleicht auch mit einem geringfügigen Hebel, um eben von diesem Hebeleffekt zu profitieren, dass wenn die Kurse steigen, ja, wenn ich da mit Hebel natürlich investiere, dann habe ich da sozusagen nochmal eine Outperformance gegenüber einer ungehebelten Investition in den Aktienmarkt. Und dafür bin ich dann in den Zeiten, wo es schlecht läuft sozusagen am Aktienmarkt, dafür steige ich dann eben aus und lege sozusagen das Geld nur festverzinslich an. Und die Autoren oder der Autor hat da eine ganz einfache Rotationsstrategie sozusagen entwickelt. Und zwar haben sie sich hier angeschaut, gleitende Durchschnittslinien mit verschiedenen Periodenlängen, hier 10 Tage bis 200 Tage sozusagen. Und dann wurde jeweils geschaut, wie hoch die Überschussrendite des S&P 500 sozusagen ist, wenn sich der Index einmal oberhalb einer gleitenden Durchschnittslinie befindet und dann wieder unterhalb einer gleitenden Durchschnittslinie. Und die Performance, wenn sich der Index oberhalb einer gleitenden Durchschnittslinie befindet, ist hier in blau dargestellt. Die Performance unterhalb ist hier in orange dargestellt. Und Überschussrendite bedeutet einfach Rendite des S&P 500 minus die risikolose Rendite sozusagen, wenn ich hier festverzinslich kurzfristig anlege sozusagen. Also im Prinzip kann man das mehr oder weniger auch einfach mit der S&P des mit der Rendite des S&P 500 mehr oder weniger gleichsetzen, weil diese festverzinsliche Rendite in der Regel relativ gering ist. Es gab natürlich auch Zeiten, wo die höher lag, aber in der Regel relativ gering ist. Und was hier auf jeden Fall auffällt, wenn sich der Index über dieser gleitenden Durchschnittslinie befindet, und zwar unabhängig davon, welche Periodenlänge ich jetzt hier genau nehme, dann tendiert der Index in der Regel viel besser, wie wenn sich der Index eben unterhalb so einer gleitenden Durchschnittslinie befindet. Zum Teil zwar hier auch positiv bei 20 Tage und 50 Tage, bei anderen Periodenlängen aber auch im Durchschnitt negativ. Also hier wurde sozusagen die Rendite, die der S&P 500 an einem durchschnittlichen Tag hat, wurde jeweils oberhalb oder unterhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie, wurde jeweils auf das Gesamtjahr hochgerechnet, also annualisiert und dann eben der Durchschnittswert berechnet. Und man sieht hier, dass so ein einfaches technisches Hilfsmittel wie eine gleitende Durchschnittslinie im Prinzip dabei helfen kann zu unterscheiden, in was für einer Marktphase ich mich aktuell eigentlich befinde. Befinde ich mich in einer guten Marktphase, wo die Kurse steigen, oder befinde ich mich in einer schlechten Marktphase, wo die Kurse überwiegend sinken? Und solange der Index eben sich unter dieser gleitenden Durchschnittslinie befindet, zeigt der Markt hier eben eine deutlich schlechtere Rendite, als wenn sich der Markt oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinien befindet. Aber nicht nur das, sondern noch was anderes spielt eine wichtige Rolle, und zwar ist auch die Volatilität sehr viel höher, wenn sich der Markt jeweils unter diesen gleitenden Durchschnittslinien befindet. Die Volatilität ist sehr viel geringer. Volatilität gilt ja auch als Unsicherheitsmaß. Also Volatilität beschreibt einfach, wie stark der Markt sozusagen schwankt, also die Schwankungsbreite, um deutschen Begriff dafür zu verwenden. Und da ist auch so, wenn sich der Markt eben unterhalb von gleitenden Durchschnittslinien befindet, dann ist die Volatilität eben sehr viel höher. Und es spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man gehebelt investiert, und zwar wenn man mit Produkten investiert, bei denen der Hebel konstant ist. Und das wurde für dieses Paper eben untersucht. Man hat untersucht, wie man investieren kann, wenn man sozusagen einen konstanten Hebel von zum Beispiel 2 oder 3 hat und über längere Zeiten eben im Markt investiert sein will. Und da spielt diese Volatilität eine ganz wichtige Rolle. Einfach deshalb, weil in sehr volatilen Phasen, also wenn der Markt sehr stark schwankt, dann können eben solche Produkte wie Faktorzertifikate, das ist ein Produkt, das eben einen festen, konstanten Hebel hat von zum Beispiel 2 oder 3. In so sehr stark volatilen Marktphasen kann so ein Produkt mit einem täglich konstanten Hebel
ja, unter dem Strich Geld verlieren, obwohl sich der Markt eigentlich seitwärts bewegt. Und das hat einfach mathematische Gründe. Hier ist einfach ein ganz einfaches Beispiel dargestellt. Der Index sinkt von 100 auf 90 Punkte und steigt dann wieder auf 100 Punkte. Das ist einmal ein Rückgang um 10%. Der Anstieg ist dann allerdings ein Anstieg um 11,11%, von 90% auf 100. Da wird ja dann 90 als Basis genommen sozusagen. Wenn der Index nur um 9, wenn der Index um 10% sinken würde und wieder um 10% steigen würde, dann wäre nur noch bei 99 Punkten und nicht bei 100, weil 10% von 90 sind 9 und nicht 10. Genau, und je höher der Verlust sozusagen ausfällt, desto höher ist dann auch überproportional der Gewinn, der notwendig ist, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Und hier kommt dann das bei Faktorzertifikaten eben ins Spiel, bei einem konstanten Hebel von 2. Bei einem Faktorzertifikat zum Beispiel mit einem konstanten Hebel von 2 würde ein Verlust von 10% bedeuten, dass ich mit dem Faktorzertifikat an dem Tag 20% verlieren würde. Und dann am nächsten Tag, wenn es wieder um 11,11% nach oben geht, würde ich hier 22,22% hinzugewinnen. Und ich wäre dann aber nur bei 97,78 € angekommen. Hätte hier also real einen Verlust, oder nicht real, ich hätte hier einen Verlust zu verbuchen, obwohl der Index unterm Strich gar nichts gemacht hat. Er hat halt ziemlich stark geschwankt, ist mal um 10% eingebrochen und hat es dann wieder aufgeholt. Mit dem Faktorzertifikat hätte ich hier einen Verlust verbucht. Das ist aber sozusagen nur eine Seite der Medaille, denn was bei diesen Produkten auch passiert ist, wenn die Volatilität sehr gering ist und der Index sich nur in eine Richtung bewegt, also wenn er jetzt sozusagen viele Tage in Folge einfach steigt, dann profitiere ich mit solchen Produkten tatsächlich auch überproportional. Also da gibt es dann den umgekehrten Effekt, dann profitiere ich mit so einem Produkt sehr viel stärker, als es sozusagen der ungehebelte Index tun würde. Das liegt daran, dass im Endeffekt man hebelt ja den Gewinn des Vortages mit. Man hat also eine Art Zins- oder Zinseszinseffekt. Aber Genau. wollen wir mal zu der Charttechnik kommen? Genau, wollen wir zu Weil wir haben der noch Charttechnik 20 kommen? Minuten. Ja, richtig. Um es ganz kurz zu fassen, die Strategie, die da sozusagen entwickelt wurde, mit Hilfe dieses SMA 200, es sieht ganz einfach aus. Und zwar haben Sie hier den SMA 200 genommen und nicht den SMA 10 zum Beispiel, obwohl der ja hier noch eine höhere Überschussrendite hat. Das hat aber eben damit zu tun, dass wenn man die Volatilität mit einbezieht, dann funktioniert tatsächlich das mit dem 200, mit der 200-Tages-Durchschnittslinie noch besser. Da kommt eben diese Pfadabhängigkeit bei konstant gehebelten Produkten ins Spiel. Ja, und Sie haben dann eine ganz einfache Strategie entwickelt und die Strategie sieht einfach so aus, wenn sich der S&P 500 Index eben über diesem gleitenden Durchschnitt befindet, über dieser gleitenden Durchschnittslinie und zwar mit einer Periodenlänge von 200 Tagen, die Sie hier genommen haben. Sie haben auch andere Periodenlängen analysiert, aber Sie haben sich dann sozusagen für die 200-Tage-Linie entschieden. Dann ist man eben gehebelt long im Index investiert. Und wenn sich der Index darunter befindet, dann hält man sozusagen nur festverzinsliche Anlagen, also hier kurzlaufende US-Staatsanleihen oder ähnliches, oder hat einfach das Geld auf dem Konto. Ja, und mit dieser einfachen Strategie, zumindest in der Rückrechnung muss man sagen, Sie haben das hier rückgerechnet seit 1928. Damals gab es natürlich solche Produkte noch überhaupt nicht, das muss man auch dazu sagen. Diese Produkte sind natürlich eine neuere Erfindung. Damals wäre das gar nicht so einfach umzusetzen gewesen oder auch überhaupt nicht umzusetzen gewesen, aber inzwischen lässt sich das im Prinzip umsetzen und also wenn man das umsetzen würde, zum Beispiel mit Hebel 2, dann hätte man hier eben eine jährliche Rendite von 19% erzielen können in der Rückrechnung über diese vielen Jahrzehnte und bei einem Hebel von 3 sogar eine jährliche Rendite von 26,7%. Gibt natürlich keine Garantie dafür, dass es auch in Zukunft funktionieren wird. Und was man auch anmerken muss, kritisch, sozusagen der maximale Drawdown, also der maximale Verlust, der bei so einer Strategie aufgetreten wäre, der wäre hier bei Zweifachhebel oder Dreifachhebel auch sehr groß ausgefallen. Also bei der Zweifachhebel wäre der größte Verlust, den man mal hätte verzeichnen müssen gegenüber einem zwischenzeitlich erreichten Hoch, bei fast 80% gelegen und bei dreifachem Hebel sogar bei 90%. Aber wenn man sozusagen dauerhaft ungehebelt im S&P 500 investiert gewesen wäre, dann hätte man auch im schlimmsten Fall einen Verlust von fast 90% verbuchen müssen. Das war während der Weltwirtschaftskrise hier tatsächlich, also im Prinzip ganz am Anfang dieses Beobachtungszeitraums, da gab es gleich einen ganz großen Crash und den riesigen Drawdown. Und
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das rückrechnet, dann hätte man mit dieser Strategie, mit dieser kinderleichten Strategie sozusagen, ich bin immer dann gehebelt investiert, wenn sich der Index oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie befindet, und ich bin nicht investiert, wenn sich der Index drunter befindet. Mit dieser kinderleichten Strategie hätte man hier in der Rückrechnung sozusagen astronomische Renditen erzielen können. Es behauptet natürlich niemand, dass in Zukunft ähnliche Renditen möglich sind, aber es ist trotzdem erstaunlich, was für eine Überrendite hier mit dieser doch sehr einfachen Strategie möglich gewesen wäre. Und wie sieht es jetzt konkret aus im S&P 500? Hier sehen wir den S&P 500 mit der 200-Tage-Linie. Und ja, es war dann so, dass es nach dem Corona-Crash sozusagen relativ spät wurde, die gleitende Durchschnittslinie wieder überschritten. Also man wäre hier erst dann wieder eingestiegen, nachdem ein Großteil der Erholung eigentlich schon wieder vergangen war. Aber trotzdem hätte sich diese Strategie deutlich ausgezahlt, einfach weil es danach nochmal deutlich nach oben ging. Es gab hier natürlich auch immer wieder so ein paar Fehlsignale, wo man dann für ein paar Tage wieder ausgestiegen wäre, dann wieder eingestiegen wäre. Das gab es hier im ersten Quartal 2022 auch. Dass es hier so ein paar Fehlsignale gab und im zweiten Quartal. Aber alles in allem hätte diese Strategie doch sehr gut funktioniert. Ich führe die in einem Guidance Musterdepot. Ich habe die da so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen reißerisch als 9 Billionen Strategie bezeichnet, einfach weil nach dieser ersten Rückrechnung hier, und das war nach dem Paper, das schon 2016 erschienen war, da hätte sich eben in der Rückrechnung ein Betrag von 10.000 Dollar innerhalb dieser vielen Jahrzehnte, muss man natürlich dazu sagen, und auch begünstigt durch diesen Zinseszinseffekt und durch diesen hohen Hebel, hätte sich hier eben in 9 Billionen, und zwar deutsche Billionen, also auf amerikanisch sozusagen 9 Trillion Dollars verwandelt, aber natürlich rein hypothetisch, ich möchte es nochmal betonen. Aber hier in der Umsetzung im Musterdepot sozusagen hat das auch sehr gut funktioniert. Ich habe tatsächlich im Mai 2020 damit angefangen, also es war nach dem Corona-Crash, als ich das umgesetzt habe. Und ja, es hat dann wunderbar funktioniert, muss man sagen. Also man hat nicht arg viel tun müssen. Es gab hier ein paar Ein- und Ausstiegssignale, aber die meiste Zeit war man einfach gehebelt. Mit einem niedrigen Hebel, hier Zweifachhebel investiert und hat eigentlich nicht viel machen müssen. Und dann ist der als der Index dann wieder unter den SMA 200 gesunken ist, Anfang des Jahres, wäre man ausgestiegen. Dann hätte es noch ein paar solche Fehlsignale gegeben, wo der Index wieder drüber gestiegen war und dann wieder drunter gefallen ist und Ähnliches. Da hätte man dann wieder etwas Geld verloren, muss man auch dazu sagen. Also die Strategie lag schon deutlich weiter vorne, als es dann tatsächlich am Ende der Fall war. Aber es hat eigentlich im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert. Und gibt natürlich auch keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Es gibt immer auch längere Marktphasen, wo es eben nicht funktioniert. Man sieht es eben auch hier an diesem maximalen Drawdown. Also wenn man Pech hat, kann es auch mit dieser Strategie passieren, dass man hier eben 80% oder 90% verliert. Dafür ist man nicht gefeit, aber es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert seit Corona. Und ja, wie sieht die aktuelle Lage aus? Aktuell war es im Prinzip so, dass der S&P 500 hier bis an den SMA 200 herangekommen ist, ganz knapp, und dann im Prinzip jetzt zuletzt wieder die Kehrtwende eingelegt hat und knapp nicht drüber gestiegen ist. Wenn er drüber gestiegen wäre, dann wäre das sozusagen Einstiegssignal nach dieser Strategie gewesen. Dazu kam es jetzt nicht, aber es kann natürlich durchaus sein, dass es in der nächsten Zeit zu so einem Signal kommen wird. Und ja, da muss man natürlich schauen, ob sich's um ein funktionierendes Signal handelt oder ob sich womöglich rückblickend dann wieder als Fehlsignal erweist. Aber das sozusagen ganz kurz zu dieser Strategie. Ich führe dieses Musterdepot im Rahmen von Guidance Pro Max. Also wenn Sie sich dafür interessieren, bei Guidance Pro Max können Sie ja wie alle unserer Premium-Pakete auch 14 Tage sozusagen testen. Und ja, genau, wenn Sie sich dafür interessieren, ja, erfahren Sie dazu mehr sozusagen in Pro Max. So, jetzt aber zu Ichimoku Kinko Hyo, wurde ja auch schon angekündigt. Und ich will es jetzt mit dem Vorgeplänkel ein bisschen kürzer halten als das letzte Mal. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Vielleicht nochmal zur Wiederholung sozusagen. Was sind die einzelnen Signale, die man anhand von Ichimoku Kinko Hyo abprüft? Ein wichtiges Element oder wahrscheinlich das wichtigste Element ist sozusagen diese Wolke hier. Das ist
dieser Bereich zwischen diesen beiden Linien, zwischen dieser grünen und der roten Linie, das bezeichnet man als Wolke. Hier wird einfach geschaut, ob sich der Index aktuell oberhalb der Wolke befindet oder unterhalb der Wolke. Dann spielt die Farbe der Wolke eine Rolle. Wenn die Wolke grün ist, dann ist es sozusagen positiv. Wenn die Wolke rot ist, dann ist es negativ zu werten. Dann gibt es noch diese Kitchun-Linie, die hier den Mittelwert aus den Höchst- und Tiefkursen der letzten 26 Perioden abbildet. Auch hier wird geschaut, befindet sich der Kurs darüber oder darunter, unter dieser roten Linie. Dann schaut man sich noch an, wie verhält sich diese blaue Linie zur roten Linie, dieser kürzer laufende Durchschnitt in Anführungszeichen, also hier wird der Mittelwert genommen der letzten 9 Perioden, und zwar also des Höchst- und des Tiefkurses der letzten 9 Perioden. Aus diesen beiden Kursen wird der Durchschnittswert gebildet sozusagen. Und das kann man sich wie so einen kurzlaufenden gleitenden Durchschnitt im Vergleich zu einem gleitenden Durchschnitt mit einer längeren Periodendauer sozusagen vorstellen. Genau, und dann wird am Ende noch geschaut, wie sich diese schwarze Linie zum Kurs und zu dieser Wolke, zu dieser Kurswolke verhält. Diese schwarze Linie ist nichts anderes als eben der aktuelle Kurs sozusagen in die Vergangenheit versetzt, und zwar um 26 Tage in die Vergangenheit versetzt. So, und jetzt wollen wir aber in die Praxis übergehen und wollen uns natürlich einige Basiswerte anschauen. Ich ziehe mir das jetzt hier mal kurz hier rüber. Moment. So, jetzt müsste es passen. Genau, und dann wollen wir uns natürlich mal die wichtigsten Basiswerte sozusagen anschauen. An erster Stelle für viele deutsche Anleger natürlich der DAX. Und da muss man sagen, seit dieser Erholung, die jetzt hier im DAX Anfang Juli im Prinzip losging, an den US-Märkten war schon etwas früher, die hier im DAX im Juli losging, da gab es tatsächlich eine Aufhellung, also einige dieser Ichimoku-Signale haben sich sozusagen aufgehellt. Durch den letzten Kursrutsch ist allerdings viel davon auch wieder vernichtet worden. Man erkennt es natürlich schon daran, dass der DAX jetzt eben wieder in diese Kurswolke zurückgefallen ist. Sie wissen ja, als ganz elementares Signal oder als erstes Signal stellt man sich die Frage, befindet sich der Kurs oberhalb oder unterhalb der Wolke? Der Kurs liegt aktuell innerhalb dieser Kurswolke. Das wäre jetzt neutral zu werten. Dann schaut man sich die Farbe der Wolke an. Hier nimmt man immer die Farbe, die ganz rechts auftritt, also in der Zukunft. Die wäre hier beim DAX grün. Das wäre positiv zu werten. Dann schaut man sich an, wo sich der Kurs im Verhältnis zu dieser roten Linie befindet, zu dieser Kitchun-Linie. Da sind wir aktuell drunter. Das wäre negativ zu werten. Der Tenkan, diese blaue Linie, befindet sich noch leicht über dieser roten Linie. Das wäre positiv zu werten. Und dann haben wir noch als letztes hier diese schwarze Linie Chiku. Die befindet sich, wenn man so will, zwischen der Kerze und der Wolke. Das wäre neutral zu werten. Und wir hätten dann jetzt im DAX aktuell zwei Long-Signale, zwei neutrale Signale und ein Short-Signal. Also im Prinzip nach Ichimoku, wenn man so will, keine klare Aussage aktuell. Kein klarer Trend, der hier eben aus Ichimoku-Sicht im DAX aktuell vorliegt. Ein bisschen besser sieht es im Eurostoxx 50 aus. Einen kleinen Moment, im Eurostoxx 50. Hier sieht es tatsächlich besser aus. Also der Kurs befindet sich noch oberhalb dieser Wolke. Die Wolke ist auch grün. Es sind zwei Long-Signale, zwei positive Signale, wenn man so will. Der Kurs befindet sich hier unter dieser Kitchun-Linie, dieser roten. Das wäre jetzt negativ zu werten. Die blaue Linie befindet sich aber noch oberhalb der roten. Das wäre auch positiv zu werten. Ja, und diese schwarze Linie liegt ebenfalls zwischen Wolke und Kurs. Und das wäre neutral zu werten. Also im Eurostoxx 50 gäbe es aktuell drei Long-Signale, ein neutrales Signal und ein Short-Signal nach Ichimoku. Und das wäre sozusagen, wenn man so will, eine Seitwärtstendenz beziehungsweise Seitwärtssignal mit leichter Aufwärtstendenz, vielleicht um es mal so zu beschreiben.
Die US-Indizes sehen noch deutlich besser aus, muss man dazu sagen, im Vergleich zu den europäischen Indizes und ganz besonders auch zum DAX. Also man sieht ja auch aus Ichimoku-Sicht durchaus eine Unterperformance der deutschen Indizes. In den USA sieht es trotz des jüngsten Kursrutsches doch noch besser aus, wenn man hier mal den Dow Jones zum Beispiel sich anschaut. Hier liegen tatsächlich vier dieser fünf Ichimoku-Signale zeigen derzeit in die Long-Richtung. Der Kurs befindet sich eben oberhalb dieser Wolke. Die Wolke ist grün gefärbt. Zumindest heute Vormittag war es noch so oder gestern war es noch so, dass der Kurs auch hier oberhalb dieser Kitchen-Linie lag. Aktuell auch haarscharf drüber, wahrscheinlich so wie es aussieht. Aber da fehlt natürlich nicht mehr viel. Und der Kurs könnte auch leicht wieder drunter liegen. Aber das wäre aktuell auch noch ein Long-Signal. Die blaue Linie über der roten Linie wäre ein weiteres Long-Signal. Nur die schwarze Linie spielt nicht ganz mit. Die befindet sich hier eben innerhalb der Wolke. Damit man das Long werten würde, müsste sich diese Linie eben sowohl oberhalb der Wolke als auch oberhalb des Kurses befinden, was aktuell aber nicht der Fall ist. Aber 4 von 5 Signalen sozusagen zeigen beim Dow Jones aktuell noch in die Long-Richtung, trotz dieser Eintrübung der vergangenen Tage, muss man sagen. Aber ein erstes Short-Signal hat nicht Short-Signal, aber ein erstes Long-Signal hat sozusagen auf neutral gedreht und das war hier eben am Montag. Diese Chiku-Linie, die hier eben wieder in die Wolke reingerutscht ist und damit ein Long-Signal sozusagen wieder zunichte gemacht hat. Also das wäre hier ein Signal gewesen, sozusagen, das dann nicht mehr auf Long stand. Und wie man hier aktuell sieht, wenn der Kurs jetzt hier eben unter diese rote Linie sinkt, dann wäre das auch ein weiteres negatives Signal sozusagen. Also auch in den US-Indizes aktuell die Lage zwar noch gut, aber wenn der Kurs jetzt noch ein paar Tage weiter sinken sollte, dann würde sich hier die Situation auch aus Ichimoku-Sicht in den USA wieder eintrüben. Bei den anderen US-Indizes sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Ja, hier beim S&P 500 im Prinzip die gleiche Signallage wie beim Dow Jones. Wenn man sich den Nasdaq 100 anschaut, ja, im Prinzip auch gleich. Also auch hier aktuell noch vier Long-Signale, aber auch hier kein großer Abstand eben zu dieser roten Linie. Und wenn der Kurs hier etwas sinken sollte, also sogar das Tagestief heute lag eben drunter. Man betrachtet es immer auf Schlusskursbasis, muss man dazu sagen. Also wenn der Schlusskurs heute eben unter dieser Linie liegen sollte, dann wäre das tatsächlich hier ein Short-Signal, das eben auftreten würde beim Nasdaq 100. Gut, ich gehe jetzt noch die großen wichtigen Basiswerte vielleicht kurz durch. Also Euro, Gold vielleicht und dann ja vielleicht Silber auch, vielleicht Öl noch und dann werde ich mich dem widmen, was die User sozusagen wünschen an Basiswerten, dass man sich's mal anschaut. Euro, US-Dollar, Euro jetzt wieder unter diese Parität gerutscht, eben von einem Euro pro US-Dollar. Im Juli ja schon mal kurz drunter, dann gab es wieder eine Erholung. Also dieser Bereich von diese runde Marken dienen ja sehr häufig als Widerstand und als Widerstands- und Unterstützungsmarken. Und das hat sich hier im Fall von einem Euro pro US-Dollar hat sich das wunderbar bewahrheitet. Also das hat hier als wunderbare Unterstützung sozusagen funktioniert. Der Kurs ist zwar damals drunter gerutscht, aber sehr schnell eben wieder drüber und es hat hier als sehr gute Unterstützung fungiert. Übrigens auch im Intraday-Verlauf, da war es tatsächlich so, dass der Euro da eben mehrfach diese Marke getestet hat und immer wieder rangelaufen ist und dann kurz vorher sozusagen wieder nach oben abgedreht ist. Da sieht man so im sehr kurzfristigen Bereich, da spielt eben Charttechnik dann doch eine sehr, sehr wichtige Rolle, einfach weil Marktteilnehmer ihre Handelsmarken natürlich irgendwo festmachen müssen an irgendwelchen Marken. Und ja, da spielen dann auch so psychologische Marken wie 1 Euro US-Dollar teilweise eine wichtige Rolle. Und das hat dann hier eben sehr gut als Unterstützung funktioniert. Ja, jetzt ist der Euro allerdings wieder drunter gerutscht in den letzten Tagen und aus Ichimoku-Sicht muss man sagen, ja, aktuell eigentlich
fünf von fünf möglichen Short-Signalen, also der Kurs befindet sich unterhalb der Wolke, die Wolke ist rot gefärbt, der Kurs befindet sich unterhalb dieser roten Linie, dieser Kitchen-Linie, die blaue Linie befindet sich unterhalb der roten Linie und hier diese schwarze verzögerte Linie liegt auch unterhalb der Kerze und unterhalb der Wolke, also hier aus Ichimoku-Sicht fünf von fünf möglichen Short-Signalen im Euro-US-Dollar. Schauen wir noch schnell Gold an. Ja, bei Gold sieht es leider auch nicht arg gut aus. Also der Kurs liegt unterhalb der Wolke, die Wolke rot. Der Kurs liegt allerdings hier überhalb dieser roten Linie. Das wäre ein positives Signal. Die blaue Linie liegt auch drüber, wäre auch positiv. Und die schwarze Linie liegt tatsächlich zwischen Kurs und Wolke. Das wäre neutral. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe, wären es tatsächlich zwei Long-Signale, ein neutrales Signal und zwei Short-Signale. Also aus Ichimoku-Sicht sozusagen auch aktuell unentschieden im Goldpreis. Genau, jetzt aber, wir sind leider schon am Ende angekommen, aber ich will jetzt natürlich noch ein paar von den Teilnehmern gewünschte Basiswerte noch ganz kurz ansprechen. Holger, vielleicht hast du welche gesehen, die hier genannt wurden? Ja, wir haben ein paar Basiswerte. Also erstmal Silber hattest du ja schon angesprochen. Elektrizität de France war dabei, also EDF. Wir haben eine Bayer, vorhin genannt wurden. Genau. Also ich fange jetzt mal mit und Zalando habe ich noch reinbekommen. Also jetzt die vier machen wir. Also, Silber war das erste, glaube ich, oder? Mhm, genau. Genau. Ja, Silber ganz ähnlich wie beim Goldpreis. Allerdings etwas negativer. Also auch unterhalb der Wolke, Wolke rot, aber auch eben unterhalb dieser roten Linie. Das einzige Long-Signal, was man da sieht, ist, dass diese blaue Linie sich oberhalb der roten noch befindet. Das wäre hier eins von fünf möglichen Long-Signalen und die schwarze Linie liegt so zwischen Kurs und Wolke. Das wäre neutral. Also dreimal Short, einmal neutral und einmal Long sozusagen. Also ich würde sagen, seitwärts mit leichter Abwärtstendenz beim Silber aus Ichimoku-Sicht aktuell. Was war der nächste Basiswert, Holger? EDF. EDF? Mhm. Okay, Moment. Ah, ich sehe gerade, hier sind noch einige. Ja, wir müssen ja nicht lange machen, einfach, dass wir einen Blick drauf werfen. Das also ist, EDF, ja, wobei man hier natürlich sagen muss, da spielen jetzt natürlich fundamentale Aspekte eine wichtige Rolle. Ich glaube, der Konzern soll ja verstaatlicht werden. Also ich würde jetzt hier bei so einem Basiswert nicht mehr unbedingt auf Charttechnik setzen, muss ich sagen. Charttechnik, da geht es natürlich um Massenpsychologie. Wie verhalten sich Anleger bei bestimmten Marken? Und bei EDF, ja, hier steht ja eine Übernahme durch den französischen Staat, glaube ich, bevor. Und ja, das richtet sich dann hauptsächlich natürlich nach fundamentalen Fakten. Und man sieht es hier schon, dass sich der Kurs hier eigentlich auf dieser Höhe hier wahrscheinlich im Bereich dieses wahrscheinlichen Übernahmepreises eingepegelt hat. Also ich würde jetzt bei diesem Basiswert nicht mehr unbedingt nach Charttechnik gehen. Aber aus Ichimoku-Sicht wäre hier natürlich alles klar auf Long. Das sieht man auch ganz eindeutig am Bild sozusagen. Okay. Also, aber ich weiß jetzt nicht, welche Relevanz hier Charttechnik in dem Fall noch haben könnte. Was war denn nicht Bayer? Bayer, genau. Bayer habe ich jetzt hier nicht. Genau, Bayer. Ja, sieht leider nicht so gut aus für die Bayer-Aktie. Ja, unterhalb der Ichimoku-Wolke, Wolke rot, unterhalb dieser roten Linie, blaue Linie unterhalb dieser roten Linie und die schwarze Linie auch drunter. Also Bayer hat natürlich auch hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und das sieht man hier auch im Ichimoku-Chart, wo aktuell fünf Short-Signale sozusagen vorliegen. Wir haben noch ein paar Sachen. Wenn du noch Zeit und Lust hast, ja, noch 5 bis 10 Minuten habe ich noch Zeit. Eine Air Liquid. Okay. Ja, Air Liquid. Und hier noch ein Wunsch, eine Alibaba. Den nehmen wir noch rein. Okay. Ist ein treuer Zuhörer. Die Air Liquid, neutral würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Also innerhalb der Wolke, neutral, Wolke grün. Positiv. Kurs ganz knapp unterhalb dieser roten Linie wäre negativ, blaue Linie drüber wäre positiv und das hier, die schwarze Linie zwischen Wolke und Kurs wäre neutral. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, zwei Long-Signale, zwei Neutralsignale und ein Short-Signal.
ja, alles in allem neutral zu werden, sozusagen. Alibaba wurde noch genannt. Genau. Ja, interessant, weil es hier eben heute auch eine recht starke, also ich muss sagen, ich habe jetzt hier den Xetra-Chart natürlich eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da vielleicht besser wäre, mal ich nehme jetzt hier mal den NYSE-Chart in Dollar. Ja, sieht leider auch nicht so gut aus. Also Kurs unterhalb der Wolke, Wolke rot. Kurs unterhalb dieser roten Linie, blaue Linie unterhalb dieser roten Linie und hier die schwarze Linie auch drunter. Also da wären es tatsächlich aktuell 5 Short-Signale. Man muss natürlich dazu sagen, der Kurs ist jetzt hier schon sehr stark gefallen innerhalb von ich sag mal, 2 Monaten oder so. Aus rein trading-taktischer Sicht sozusagen würde sich das jetzt trotzdem wahrscheinlich eher nicht für einen Short-Einstieg anbieten, obwohl hier 5 Short-Signale vorliegen. Einfach deshalb, weil der Markt natürlich nach so starken Bewegungen häufig auch eben einfach kurzfristig korrigiert in die Gegenrichtung. Und ich sage mal so, aus trading-taktischer Sicht ist sozusagen eigentlich immer ratsam, wenn man jetzt einen Short-Einstieg sucht, hier eine leichte Gegenbewegung abzuwarten oder ähnliches, weil man dann eben sehr viel günstiger reinkommt oder wenn man kaufen will, eben auch so einen leichten Kursrücksetzer und nicht unbedingt zu kaufen, nachdem der Kurs eben sehr stark angestiegen ist. Kann auch funktionieren, aber so sehr kurzfristige Bewegungen, die werden eben häufig auch nochmal in die Gegenrichtung korrigiert. Und ja, man muss sich dann eben überlegen, wenn 5 Short-Signale vorliegen, ob man da noch Short einsteigen will, wenn der Kurs eben hier schon so deutlich gefallen ist. Oder ob man nicht vielleicht eine zwischenzeitliche Erholung vielleicht abwartet. Ein Titel hatte ich noch angeteasert, und zwar Zalando. Den hatten wir Ja. gesagt, aber nicht, den habe ich ausgeblendet. Vielen Dank von dem Hinweis aus dem Publikum. Gut, wunderbar. Ja, Zalando, die Online-Händler haben es natürlich aktuell auch ganz, ganz schwer oder hatten es auch ganz schwer, vor allem im ersten Halbjahr, muss man sagen. Vielleicht ist ja hier langsam so ein Boden gefunden. Aus Ichimoku-Sicht muss man sagen, kurz noch unterhalb der Wolke, die Wolke inzwischen wieder grün. Das wäre hier ein Long-Signal sozusagen, aber der Kurs unterhalb dieser roten Linie, die blaue Linie unterhalb dieser roten Linie seit ein paar Tagen wieder, das war schon mal anders. Hier gab es tatsächlich schon mal ein Long-Signal, wie man hier sieht, diese Phase. Da lag die rote Linie über der blauen Linie, da lag die blaue Linie oberhalb der roten Linie hier in dem Bereich, aber aktuell wieder drunter, wäre wieder negativ zu werden und die schwarze Linie auch unterhalb von Wolke und Kurs. Also aktuell gäbe es ein kleines Long-Signal, das wäre hier diese grün aufgehellte Wolke, aber alles andere zeigt aktuell noch nach Short. Aber auch hier wäre natürlich die Frage, also da würde man wahrscheinlich trotzdem hier keinen Short-Einstieg mehr unbedingt suchen, sondern im Gegenteil, man würde jetzt hier natürlich Ausschau halten nach möglichen Long-Signalen und würde dann möglicherweise, wenn man eben darauf spekulieren wollte, vielleicht auf eine Erholung spekulieren. Muss natürlich nicht so kommen. Der Kurs kann auch weiter abstürzen und aber aktuell sozusagen aus Ichimoku-Sicht noch sehr negativ. Wenn ich jetzt mal hier Ichimoku ausblenden würde, würde ich vielleicht eher sagen, ja, vielleicht gibt es hier ja eine Chance auf eine Bodenbildung, so in dem Bereich von 24 Euro. Da ist jetzt seit Mitte Juni im Prinzip nicht mehr drunter gegangen. Und wenn so ein Bereich dann praktisch nicht mehr unterschritten wird, dann könnte man vielleicht darauf spekulieren, dass es eine Bodenbildung sein könnte. Andererseits, wenn dieser Bereich dann doch wieder unterschritten würde, dann wäre das jetzt aus klassischer Charttechnik sozusagen auch wieder ein deutliches Short-Signal. Dann könnte man hier vielleicht wieder auf eine Fortsetzung dieses Abwärtstrends spekulieren, der natürlich noch intakt ist. Also nach der Dow-Theorie ist ja ein Abwärtstrend einfach eine Abfolge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Hochs. Und diese Abfolge ist zumindest, wenn man ein bisschen rauszoomt, hier durchaus noch gegeben. Also hier war ein markantes Hoch, da das nächste, das lag drunter und hier war das letzte markante Tief und dann lag dieses drunter. Hier gäbe es jetzt vielleicht den Versuch einer Erholung, aber muss man eben abwarten, ob es wirklich dazu kommt oder ob die Aktie hier nochmal einen Rückwärtsgang einlegt und diesen Abwärtstrend eben fortsetzt. Wir sind zwar jetzt schon 8 Minuten drüber, aber es ist jetzt noch eine Frage zu Ichimoku, und zwar, Ja. wie man das nun in der Praxis anwendet, beziehungsweise als Ein- und Ausstiegs- oder als Ein- und Ausstiegssignal oder eher ein generelles Signal, das ist eine Frage. Und es gibt einige Fragen zu deiner Strategie. Die will ich jetzt aber nicht alle jetzt hier noch behandeln, obwohl wir schon drüber sind. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, dass man hier vielleicht auch Fragen stellen kann?
Also man kann natürlich mich auf meinem Desktop besuchen, auf Guidance, einfach meinen Namen eingeben und dann einfach auf den Desktop schauen. Und da kann man natürlich unter diesen Postings kann man natürlich gerne Fragen stellen. Ich schaue dann, wie schnell ich die beantworten kann, kann da jetzt nichts versprechen, aber also gerne Fragen auch stellen auf meinem Desktop. Und ansonsten muss ich jetzt mal zurückkommen zum Ichimoku Desktop. Hat jetzt nicht geklappt. Also gerne mich auf meinem Desktop kontaktieren, das wäre die beste Möglichkeit. Ich muss aber dazu sagen, die Strategie wird natürlich im Rahmen von Guidance Pro Max umgesetzt und ja, wenn Sie sich für diese Strategie interessieren, dann vielleicht einfach mal ja, vielleicht mal Guidance Pro Max testen oder so. Also in Guidance Pro Max wird es eben im Rahmen eines Musterdepots umgesetzt. Zur Frage bezüglich Ichimoku, wie man das umsetzt, dazu muss man sagen, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und ich kann das jetzt leider auch nicht in Erschöpfung sozusagen behandeln, die Frage, aber da sind der Fantasie im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Also man kann das als übergeordneten Trendfilter sozusagen benutzen, im Sinne von, ich will kurzfristig handeln, ich will aber immer nur in der Richtung des übergeordneten Trends handeln und dann kann ich das Ichimoku-System einfach dazu benutzen, um sozusagen die übergeordnete Trendrichtung festzustellen. Und da sieht man hier im DAX zum Beispiel, ja, sag mal, zwischen Ende 2020 und Mitte 2021 hätte man hier einen Aufwärtstrend ausfindig gemacht mit Hilfe des Ichimoku-Systems. Und wenn ich das sozusagen als Trendfilter benutze, dann hätte ich sozusagen nur hier in Long-Richtung gehandelt, diesen Markt zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Am anderen Extrem könnte ich sozusagen die einzelnen Signale, die auftreten, handeln. Also ich könnte hier die einzelnen, Long- oder Short-Signale sozusagen handeln, immer dann, wenn sich was ändert. Oder ich könnte eben das Gesamtbild betrachten und mich danach richten, was der Markt eben überwiegend anzeigt. Und ja, also um es kurz zu fassen, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und das System wird auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise sozusagen von unterschiedlichen Tradern angewandt, entweder als direkter Signalgeber sozusagen oder auch als übergeordneter Trendfilter, um mir eben so eine Basisrichtung für den Markt zu geben und dann im Einzelfall eben kurzfristigere Signale zu handeln, aber eben nur in Richtung des übergeordneten Trends. Ich Ich glaube, glaube, ja. das reicht fürs Erste. Wir sind jetzt 11 Minuten drüber. Wir haben es jetzt auch Oliver, überzogen. vielen, vielen, vielen Dank auch, dass du dir noch die Zeit für die Einzelwerte genommen hast zum Schluss. Also, dass da auch noch die Wünsche ja, sozusagen erfüllt wurden. Sie haben einen kurzen Abschnitt zu Faktorzertifikaten oder Faktoroptionsscheinen gesehen. Wenn Sie mehr über diese Produktart erfahren wollen, dann können Sie morgen Abend um 18 Uhr mein Webinar im Rahmen des Traders 2022 sich anschauen. Dort werde ich diese Produktkategorie bis in die Tiefe ja, thematisieren und auch dabei erklären, wie diese von uns sogar gehedged werden. Also was macht der Handel hinten dran? Sozusagen, was machen wir, um das abzusichern? Also wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dabei sind und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zur nächsten Woche hoffentlich. Bis zum nächsten Mal und danke dir nochmal, Oliver. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und einen schönen Abend an alle Teilnehmer. Bis dann. Ciao.